Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet aus Louisiana. Heute hoffentlich ohne Echo. Wie komme ich in die Beta-Video? Ist da leider was bei dem Ton schiefgelaufen. Ich hatte das mit. Wie heißt das? Shadowplay. Mit Shadowplay hatte ich es aufgenommen, weil Fraps kein Screen-Recording erlaubt. Und deshalb muss ich das mit Shadowplay aufnehmen. Und Shadowplay hat gleichzeitig den Ton aufgenommen, deshalb war der doppelt vor meinem Mikro. Weil normalerweise nehme ich die Audiospur immer extra auf, um dann nochmal was anpassen zu können. So ist das. Da war nämlich ein Update bei Shadowplay und deshalb habe ich das nicht wieder eingestellt. Heute aber hoffentlich ohne Echo, denn Fraps ist wieder am Start und das nimmt hoffentlich keinen Ton mit auf. So, was wir heute machen wollen, ist ganz einfach ein paar Fische fangen. Nämlich ein paar einzigartige. Zumindest mit einem wollen wir anfangen. Die nächsten kommen dann im nächsten Video. Ich habe den Karlchen einzigartig, den Süßwassertrommlein einzigartig. Und was noch? Den getüpfelten Gabelwels noch nicht. Den werde ich aber noch fangen, hoffe ich. Da kenne ich zumindest die Theorie. Also, das sollte auch nur eine Frage der Zeit sein. Habe ich eigentlich irgendwas davon im Kescher noch? Ne, natürlich nicht. Karlecht, den wollen wir heute fangen. Sind wir jetzt schon normal. Und hier sehen wir auch schon die Ausrüstung, die wir dafür verwenden werden. Beziehungsweise die ich dafür verwendet habe. Brutus 300 am Start. WTP Musky Spin 5500. Identisch mit der Thunder Spin 5500. Wenn man die halt hinter dem Spiel kaufen kann. Und Haken 6-0, 06er Fluro. Große L-Ritze als Köder, aber es geht natürlich auch alles andere, was hier aufgelistet ist beim Karlech. Können wir uns mal kurz angucken. Shiner geht also auf jeden Fall auch und kleiner Schildköder. Sowieso. Kunstköder habe ich nicht versucht. Keine Ahnung. Aber wenn man die fangen kann, warum nicht? Crankbait sollte auf jeden Fall gut klappen. Chat. Ja, gut. Wer da gerne Kunstköder angeln möchte, der kann das natürlich gerne machen. So. Was haben wir noch? Das war's, glaube ich, so grob von der Ausrüstung. Dann denke ich natürlich, die Ausrüstung ist auch jetzt immer ein bisschen hart gewählt, ehrlich gesagt. Aber ich weiß halt nicht, was genau jetzt in Release für eine Ausstattung vorhanden sein wird. Ich weiß grob, glaube ich, das Level. Hier steht jetzt sogar Level 26. Heißt also, ich könnte jetzt im Shop rein theoretisch gucken, welche Routen für Level 26 verfügbar sind. Das wäre zum Beispiel hier, wobei das auf Level 27 halt, die Tora 92, die kennen wir noch aus den ganzen alten Videos. 9,5 Kilo, auch damit sollte der Fisch auf jeden Fall rausholen sein. Ich glaube, ein einzigartig wiegt er so um die 10 Kilo. Auf jeden Fall handelbar mit der Tora, aber die Tora ist eine Spinnroute, deshalb wird das damit sowieso nicht. Haben wir ja auch eine Matchroute hier am Start. Da, guck mal hier, Brutus. Dann sollte meine Brutus doch eigentlich auch schon halb verfügbar sein, oder? Oder nah dran zumindest. Zumindest man hat die Phoenix, die geht halt bis 10 Kilo. Passt auf jeden Fall auf, weil das ist immer so ein Premium-Ding, kostet immer Bad Coins, je nachdem, wie viel man hinter hat. Egal, aber geht auch meistens nur um den Köder, Tiefe, was weiß ich, Stelle, das Equipment. Okay, das kann man hinterher selber zusammenstellen. Wenn man zumindest in Louisiana angekommen ist, dann sollte man das zumindest halbwegs drauf haben. Heißt also, wir gucken uns den Spot mal an, gehen dafür hier hin. Ich werde das wahrscheinlich schon direkt da stehen. Das heißt, ich spawn erstmal an dem hier, laufe dann hier hin. So, jetzt sind wir wieder hier. Und dann gehen wir an diesen Steg hier. Weiß nicht, wie man sich das merken kann. Ja, wir laufen einfach an der Hütte vorbei und dann geradeaus. So, zack. Auf jeden Fall müssen wir zu dieser einzelnen Baumgruppe da. Das sieht fast identisch aus mit dem da, aber die Baumgruppe ist halt nicht einzeln. Da haben wir halt dahinter und so direkt die Büsche. Und hier steht halt hier mitten im Wasser. Und da müssen wir hin. Den Uni habe ich gefangen bei Mischwetter morgens. Das täuscht jetzt ein bisschen. Ich habe oben tatsächlich Mischwetter stehen, aber es ist ein sonniger Tag. Es ist halt abends bewölkt, deshalb steht jetzt da das aktuelle Wetter, schwieriges Wort. Also oben links sehen wir jetzt da die Bewölkung da. Ist aber eigentlich ein sonniger Tag, deshalb passt das mit der Beißzeit abends. Ich habe kurz abgecheckt, ob man abends überhaupt Karlechte fangen kann, weil das halt mit den Spots hier variiert, ja. Man kann zum Beispiel den getüpfelten Gabelwels auf einmal an der Flachkopfwelsstelle da hinten fangen, wo wir den Uni Flachkopfwels gefangen haben. Dabei ist auf einmal nur noch getüpfelte Gabelwelse, wenn du zum Beispiel bei Sonne abends da angelst. Ja, also zum Beispiel jetzt genau zu diesem Zeitpunkt hier. Oder bei Mischwetter abends, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall irgendwann abends. Beißt auf einmal nur noch getüpfelte Gabelwelse hier. Das habe ich kurz abgecheckt, ob man den Karlecht überhaupt fangen kann. Bei diesen Bedingungen. Und das ist mir gerade gelungen. Zumindest normal, ob der in Uni beißt. Keine Ahnung, ich habe meinen Uni auf jeden Fall bei Mischwetter morgens gefangen, um 5 Uhr irgendwas. Da
ist auf jeden Fall bestätigt. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier rausholen. Hier ist auf jeden Fall der Spot. Wir sehen, ja gut, es ist ein bisschen neblig, aber man kann es erahnen, dass hier quasi so eine kleine Straße frei ist. Und da so auf 30 Meter ungefähr da rein beißen die Karlhechte. Hab jetzt 80 cm tief, glaube ich, aktuell. Wir sehen schon, die Pose steht ein bisschen schief. Ich würde vielleicht sogar eher dazu tendieren, noch ein bisschen flacher zu gehen, dass die Pose gerade steht, weil wenn die so schief steht, dann sieht man die Zupfer halt nicht. Also man sieht die halt ganz, ganz schwach an dem Indikator rechts selber, aber zum Beispiel, ich gucke meistens halt auf die Pose selbst und nicht auf den Indikator rechts am Bildschirmrand und da sieht man das quasi gar nicht. Und man sieht das halt dann nur, wenn man halt mal nach rechts guckt oder halt letztendlich dann, wenn der Biss erfolgt. Deshalb mag ich das eigentlich nicht so gerne, wenn die Pose schief steht, weil der Köder so halb auf Grund hängt, aber lassen wir jetzt mal sein und müssen damit leben. Muss mal kurz anzupfen, weil hier kein Biss kommt. Das kann ja nicht sein. Wir wollen hier Fische fangen. Aber da tut sich gar nichts. Was ist da los? Gerade habe ich zwei Forellenmarsche gefangen, die fängt man auf jeden Fall auch da. Ob man den Uni fängt, weiß ich nicht. Der fehlt mir tatsächlich noch. Ich glaube, den gibt es ja auch in Uni. Den gepunkteten Barsch gibt es in Uni. Den kenne ich auch schon in der Theorie. Den muss ich nur noch kurz mal auf Video bannen. Dann können wir dazu auch was machen. Und dann haben wir die jetzt schon fast alle durch an Unis. Glaube ich. Dürfte da nicht mehr so viel fehlen eigentlich. Wie gesagt, der Wels. Und die beiden Barsche, da müsste es das eigentlich gewesen sein. Der Kettnecht, der ist auch noch hier irgendwo. Scheiße, hier sind noch ein paar. Aber gut. Die Beta geht ja Montag wahrscheinlich zu Ende, denke ich mal. Und Montag kommt auf jeden Fall das Update. Zumindest laut Planung. Und dann wird hier sowieso ein bisschen mehr Betrieb sein, denke ich mal. Alle, die zumindest keinen Bock hatten auf die Beta, werden wahrscheinlich erstmal Louisiana abchecken. Oder vielleicht auch was anderes, keine Ahnung. Aber wir haben endlich mal den ersten Fisch hier an Land. An Land noch nicht, aber zumindest an der Route. Oh, der schlägt sogar ein bisschen aus. Scheint was größer zu sein. Könnte. Zumindest ein Trophy ist auf jeden Fall. Okay, ein Trophy. Ich wollte schon sagen, endlich, dass wir direkt die Uni rausziehen. Aber Trophäenfisch ist auf jeden Fall am Start. 200 Cash knapp erhalten. 4,6 Kilogramm. Da habe ich ernsthaft gedacht, da war der Uni. Mir ist die große Elritz ehrlich gesagt ein bisschen zu groß. Ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hier als Köder, vor allem wenn der Fisch dann hier an Land kommt, dann ist der im Verhältnis zu dem Fisch, den man fängt, damit doch vergleichsweise riesig. Ich hoffe, das fixen die noch, oder? Keine Ahnung, ändern das auf jeden Fall. Also ein großer Köder, weiß ich nicht. Ist ein bisschen unrealistisch für so einen 4-Kilo-Fisch. Wenn der Köder selber schon fast 2 Kilo wiegt. Wüsste nicht, welcher Fisch mit 4 Kilo oder so einen Fisch fressen sollte, außer ein Piranha. Aber sonst wird es halt schwer, für den Fisch auch den entsprechend ins Maul zu bekommen. Da stimmt auf jeden Fall die Proportion noch nicht so ganz. Aber kann er noch werden. Bin mal gespannt, was die so noch so grob dann ändern werden in dem letztendlichen Release, weil man kann ja, oder man sollte zumindest diese, das Feedback schreiben, wenn man die Open Beta spielt und wenn dann halt mehrere irgendwas schreiben, werden sie es wahrscheinlich fixen, ändern, was auch immer. Kommt natürlich darauf an, ob sie es in der Zeit hinbekommen. Aber, ja, wahrscheinlich sind die eher mit den letzten Bugfixes beschäftigt, als sich jetzt hier noch grob um sowas zu kümmern, wobei ich würde das schon fast als Bug bezeichnen, dass der Köder so riesig erscheint. Aber ist mit Sicherheit kein Game-Breaking-Bug und deshalb steht der wahrscheinlich nicht ganz so hoch auf der Liste, wie vielleicht was anderes, was spielstörend ist. So, wir haben gleich 20 Uhr und erst ein paar Fische gefangen. Beziehungsweise einen erst im Video. Wann habe ich ihn angefangen? Ich glaube, ich habe erst um 19 Uhr angefangen, weil die Beißzeit halt da am höchsten war, beziehungsweise ist die erst um 21 Uhr dann am höchsten. Aber dann endet es ja leider abrupt. Da kommt eine Bugwelle Richtung
Pose haben wir kurz gesehen. Gucken wir mal, ob der Fisch auch anbeißen möchte. Aber wie gesagt, das ist halt echt blöd, wenn man das zu tief einstellt, weil man sieht halt echt dann nur an solchen Bugwellen, dass da überhaupt ein Fisch gerade in der Nähe ist und nicht durch irgendwelche Zupfer, der knallt dann einfach so rein, wie jetzt. Das war was Kleineres, entweder ein kleiner Karlecht oder eben ein Forellenbarsch, den man hier tatsächlich häufiger mal als Beifang hat. Ne, das ist auch ein Karlecht. Immerhin schon zweimal den Zielfisch erwischt. 1,9, fast 2 Kilogramm. So, versuchen wir einfach weiter. Eine andere Karlechtstelle kenne ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung, aber die scheinen jetzt sowieso an beiden Tagen erstmal an diesem Spot hier zu sein. Deshalb ist das nicht ganz so dramatisch jetzt. Nicht wie bei den Flachkopfwelsen, die zum Beispiel wechseln. Na, guck mal, jetzt haben wir da einen Zupfer gesehen zum Beispiel. Jetzt steht die Pose auch so, ne doch nicht, ich stehe immer noch schief. Da springt man aus dem Wasser, wie sah das denn aus? Hä? Das sah aus wie so ein Hornhecht. Das war lang, dünn und silber. Was war das denn für ein Fisch? Für einen Alligator war der zu klein. Ja, für einen Karlecht zu silber. Ihr habt den Vorteil, ihr könnt zurückspulen und auf Stopp drücken. Aber ich rätsel jetzt hier. In der Beschreibung von Lucena steht der Löffelstör. Ich glaube aber, der ist noch nicht im Spiel. Zumindest wird er nicht in der Fischliste aufgelistet. Aber das sah schon krass nach irgendwie sowas aus. Keine Ahnung, muss ich mir nochmal im Schnitt hinterher angucken, was das war. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Was soll das denn gewesen sein? War ein Kettenhecht? Aber der war so silbrig, oder? Oder täuscht er durch den Nebel? Können wir eh nur spekulieren, da er nicht anbeißen wird. Tut sich zumindest leider gar nichts. Aber verrückt, hätte ich echt mal gerne gewusst, was das ist. Springt einfach aus dem Wasser. Und kümmert sich nicht um unseren Köder. Jetzt wollen wir mal kurz hier antitschen. Gut mal am Leben halten. Ah, da rennt auch einer rechts auf dem Steg rum. Ja, gespannt, wer das hier wirklich dann Montag so voll wird, aber ich glaube, die Chaträume sind ja eh stark begrenzt. Ich weiß gar nicht, wie viele hier gerade aktuell drin waren. Ich glaube, 8 oder so. Und ich glaube, nach 10 oder so ist eh Schluss. Je nach Gewässergröße, glaube ich. Ich glaube, in Colorado und so ist sowieso nicht ganz so viel Platz. Da wird eher begrenzt. Von daher ist das nicht mehr so, dass die jetzt 20 Leute rein können und sich da im Weg stehen. Deshalb denke ich mal, dass ich das schon relativ gut verteilen wird, da vermutlich am Anfang gerade ähnlich alle auf denselben Fisch angeln werden. Da werden wahrscheinlich unterschiedliche Prioritäten gesetzt. Klar, wenn du hinter dann am Farm bist, dann wirst du da wahrscheinlich schon mal mit einem anderen am Spot stehen oder so. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber am Anfang wird sich das vermutlich verlaufen, auch gerade weil so viel neu ist. Die einen gehen nach Florida, den Tarpon fangen, die anderen gehen nach Alberta, was weiß ich, fangen die Black Trout, die anderen gehen Forellen angeln, die anderen gehen. Ach, wo gibt's noch überall was Neues? Keine Ahnung. Überall eigentlich. Lucena natürlich viele, aber hier verläuft sich das auch durch die ganzen vielen neuen, einzigartigen, neuen Fische, neuen, was weiß ich. Sollte das eigentlich alles passen. Aber was ist hier los mit unseren Fischen? Wollen die gerade nicht mehr? Obwohl die Beißart eigentlich immer besser wird, kriegen wir trotzdem weniger Bisse. Da kann er wohl nicht sein. Ich versuche mal ein bisschen flacher zu stellen. In der Hoffnung, dass die Pose dann wieder gerade steht. Ja, ne Slot, hä? Ach so.
Machen wir mal 65, vielleicht passt das dann. Ah, steht immer noch schief. So ein mini bisschen, glaube ich. Also scheint auf jeden Fall eine flache Stelle da zu sein. Finde ich auch ein bisschen unrealistisch, dass man. Oh, wobei, jetzt steht so fast gerade. Müssen wir mal gucken, wenn da gleich ein Fisch kommt. Ist auch ein bisschen unrealistisch, dass man halt wirklich so einen krassen Unterschied von den Tiefen angeben kann. Wie tief bin ich jetzt runtergegangen? 15 cm mehr oder so. Und trotzdem kaum eine Veränderung sieht. Oder auch gar keine. Ist gerade halt auch drüben bei den Wellen ist es auch so extrem, da kannst du auch quasi alle Tiefen einstellen und der Pusel liegt immer gleich. Das ist nicht ganz optimal, aber was willst du machen? Kannst du nicht ändern. Aber ändern kann ich, wenn ich hier noch einen Fisch fangen will. Ich meine, haben wir schon 2 Karlechte gefangen, also Karlechte lassen sich auf jeden Fall fangen. Normalerweise beißen die auch ein bisschen schneller, aber gerade sind sie ein bisschen zickig. Keine Ahnung, woran es liegt. Ah, da geht noch meine ab. Scheint auch wieder etwas größer zu sein, aber Uni wird es, glaube ich, nicht. Er schrumpft, je näher er kommt. Da haben wir aber auf jeden Fall nochmal rausgeholt. 2,4 Kilogramm Karlecht am Start, aber auch hier. Kann mir bis wieder aus dem Nix, heißt die Pose ist eigentlich immer noch zu flach eingestellt. Ich stehe immer auf 50, aber ich weiß nicht, ob ich da noch ein Karlecht fange. Aber warum nicht? Die können ja nicht nur her schwimmen, dann, was da eh so flach ist. Sollte eigentlich egal sein. So, ich glaube, ich stehe die Pose auch gerade. Sollte sie zumindest. Also vielleicht ein bisschen weit nach links geworfen, aber so genau muss man da glaube ich eh nicht sein. Weil die Spawngebiete relativ großzügig sein sollten. Das ist jetzt nicht auf einen Zentimeter beschränkt, deshalb passt das schon. Warten wir einfach nochmal ein paar Minuten, ob wir da noch den nächsten Karlecht rausziehen können. Wir haben jetzt die Forellenbarsche umgangen. Haben wir keinen erwischt in der Zeit. Das ist doch schon mal ganz gut, dass wir zumindest dreimal den Zielfisch gefangen haben. Heißt also. Der hatte da nicht erst 10 andere Fische fängst, bevor du mal einen von den eigentlichen Fischen fängst, die du fangen möchtest. Und deshalb ist das eigentlich ganz in Ordnung soweit. Wenn wir davon ein paar fangen, dann ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass da der Uni bei sein wird. Und jetzt sehen wir auch, dass die Pose zupft, wenn ein Fisch dabei ist. Also bei 50 cm fängt es an, vielleicht sogar schon bei 60, keine Ahnung. Wo genau da die Grenze liegt, aber 50 scheint auf jeden Fall zu klappen und dann zieht auch ab, aber ich hau den Anschlag zu fest heraus. Und deshalb kein Fisch am Haken. Aber neuer Versuch bringt vielleicht neues Glück. Komm, einen können wir noch. Noch einmal die Pose tänzeln lassen. Das wollen wir sehen. Und dann gucken wir uns nächstes Mal an, wie wir den Uni Süßwassertrommler fangen. Ich habe gestern echt Glück gehabt, weil ich habe die ja logischerweise vorher aufgenommen. Ich wollte die ja fürs Video haben. Heißt also, die Drills von den Unis auf jeden Fall hinten dran geschnitten, wie gewohnt. Und da habe ich tatsächlich beim dritten Karlecht war es schon der Uni und der zweite Süßwassertrommler war auch der Uni. Das war schon ein bisschen sehr glücklich.
Also habe ich in 5 Fischen quasi beide Ziele erfüllt, die ich da fangen wollte. Das war schon sehr, sehr verrückt irgendwie. Aber dafür habe ich dann beim Gabelwels einen Tag lang gar keinen gefangen. Also Wels ist schon, aber halt kein Uni. Deshalb muss ich mich da nochmal dran begeben. Was ist jetzt hier los? Wir hatten gerade einen Zupfer. Aber leider passiert da gar nichts. Wo ist der Zupfer hin? Nochmal kurz anstupsen. Scheint nichts zu passieren. Ah doch, da kommt er nochmal. Komm. Jetzt schnapp ihn dir. Ich habe natürlich auch einen großen Haken, aber da haben wir jetzt hier drauf 6-0, deshalb kann es natürlich öfter mal sein, dass man länger wartet, weil viele Fische vielleicht nochmal abdrehen, gerade die kleineren werden ihn dann nicht direkt nehmen. Wer die natürlich mitnehmen will, der muss dann halt mit dem Haken ein bisschen runtergehen von der Gruppe. Wer macht einen Moonwalk? Alter. Alles klar. Jetzt kommt der nächste Zupfer. Und die ganzen Zupfer, die siehst du halt nicht, wenn du halt die Pose zu tief eingestellt hast. Deshalb denkst du dir, boah, warum beißt du so lange keine? Gerade wenn du halt mit größeren Haken angelst. Aber eigentlich sind die Fische da, nur der Haken ist halt manchmal ein Ticken zu groß, aber das sieht jetzt aus wie ein Barsch, oder? Jo, tatsächlich. Forellenbarsch mit 1,6 Kilogramm. Macht aber nichts, wir haben mal 3 Kalaiche gefangen und der Uni ist auf jeden Fall auf Video. Der kommt jetzt für euch hinten dran geschnitten, denn das soll es von diesem Video auf jeden Fall gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann den nächsten Uni hier an in Lucena. Und dann startet bald auch schon das Hauptspiel in Lucena selbst. Also sehen wir uns auf jeden Fall in einem nächsten Video oder im Spiel selbst. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.